Hallo und herzlich willkommen Leute zurück zu einem neues Let's Play und wir spielen Virginia. Ja, das ist kein Horrorspiel, das ist so ein Detektivspiel. Auf jeden Fall spielen wir irgendeine Frau, die beim FBI ist. Und jetzt soll irgendwie so ein bisschen wie ein Film sein. So wie ein Film soll es irgendwie aufgebaut sein. Auf jeden Fall sieht der Zeichenstil ziemlich... Also mir gefällt der Zeichenstil sehr. Und ja, auf jeden Fall ist da... Ja, wir starten einfach mal eine Geschichte. Und ja, ich werde es mit euch erleben. Ich habe die Demo schon mal gespielt. Eigentlich habe ich die auch aufgenommen, aber mir hat es nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich es auch schon hochgeladen, aber habe es dann wieder gelöscht. Die Demo. Weil es mir irgendwie das Video nicht gefallen hat. Deswegen, und jetzt starten wir die Geschichte. Ich bin sehr gespannt, weil die Demo hat mich sehr verwirrt. Variable State. Im Sommer 1992 führte das FBI Ermittlungen in einem Kleinstadt in Virginia durch. Die folgende Geschichte entstand auf Grundlage des amtlichen Berichts zu den Ereignissen. Glaube ich, Ereignissen oder Ergebnisse? Keine Ahnung. Ich konnte nicht so schnell lesen. 505 Games Presents. Virginia. Die Musik gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr. So, und hier sind wir auch schon, wir können uns nur umschauen. Also so sehen wir aus, wir haben ja ein Spiegelbild. Und ja, wie schon gesagt, die Grafik sieht sehr nice aus. Vielleicht stört mich ein bisschen die Ränder, aber es soll ja wie ein Film sein. Und beim Film gibt es meistens oben und unten Ränder. Und ja, müssen wir Wasser aufmachen? Wir können nach unten schauen, wir haben einen Körper, was nicht überraschend ist. Ah, hier können wir unser Täschchen. Wir sind auf jeden Fall irgendwo im Bad. Wahrscheinlich bei uns zu Hause sind wir im Bad. Und was haben wir da in unser Täschchen drin? Lippenstift. So, uns mal ein bisschen hübsch machen. So, jetzt können wir laufen. Wir haben immer noch ein Spiegelbild. Wir sind sehr hübsch. So, und wir können... Da ist ziemlich viel Müll drin.
Können wir auf die Toilette gehen? Nein, ich glaube, wir müssen jetzt rausgehen. Hände waschen oder so können wir nicht. Dann öffnen wir mal die Tür. Können wir in männliche... Nein, wir können nicht in männliche Toiletten reingehen. Was nicht überraschend ist. Okay, die Musik gefällt mir immer noch sehr gut. Also wir wissen noch nicht, wo wir... Also bei uns zu Hause sind wir auf jeden Fall nicht. So, und ich weiß noch nicht, wo wir sind. Hier hängen schwarze Bilder, wieso auch immer. Sprinten können wir nicht, wir können einfach nur laufen. Hüpfen können wir auch nicht. So. Sonst kam auch länger keine Videos mehr, und zwar weil wegen neuer Schule und so, und war stressig und ja, ich hatte viel um die Ohren. Und ja, aber dann will ich jetzt gar nicht drüber reden so lange. Jetzt kommt wieder ein Video endlich. Und ja, ein Spiel, das ich sehr gespannt bin, was uns hier so erwartet. Das sind irgendwelche Leute. Erstmal ein bisschen umschauen. Okay, hallo, was geht denn hier ab? Ich weiß immer noch nicht so genau, wo wir sind. Ah, wir können einen Schritt weiter. Wir stellen uns auf jeden Fall für irgendwas an. Oder so. Ja, wir scheinen uns anzustellen. Okay, wir kommen weiter einen Schritt vorwärts. Okay, und nun sind wir dran. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen, wofür wir uns anstellen. Okay, wir sind weitergekommen. Okay. Oh, was ist hier? Wurden wir vielleicht für das FBI angenommen? Ich glaube, wir sind hier, weil wir für das FBI... Ja, wir wurden für das FBI angenommen. Und hier haben wir eine Feier für uns. Was geht jetzt ab? Ist es doch ein Horrorspiel? Spaß, nee, ich glaube, nein, Horror wird es nicht sein, auf jeden Fall nicht. Okay, wir wurden auf jeden Fall für das FBI angenommen. Aber wieso ist jetzt alles weg? Wieso? Gehen hier jetzt ab. Sprinten können wir immer noch nicht. Müssen wir zurück oder da lang? Ich glaube, ich gehe mal da lang. Ich glaube, nein, da kommen wir nicht runter. Was haben wir hier? Das können wir abspielen. Was haben wir hier drauf? Wo sind wir jetzt? Das Spiel verwirrt mich immer noch sehr arg. Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung. So, hier sind wir jetzt irgendwo drinnen in irgendein Apartment. Wahrscheinlich ist es nicht unser Apartment. Ist das... Was ist das da? Ach so, das ist ein Blei... Ernsthaft? Das ist ein Blei... Ich dachte, durch den Schatten dachte ich, das wäre so eine Tüte mit Koks oder sowas. Okay, cool. So, da haben wir einen Computer mit einer sehr komischen Tastatur. So eine Tastatur will ich nicht. Weil ich meine, da gibt es doch... Nur 1, 2, 3, 4 Knöpfe. Und ein Knopf ist sehr riesig irgendwie. Nein, noch ein Knopf ist da. Okay, egal. Wir reden gar nicht über die Tastatur, sondern schauen uns hier mal um. Denn wir sind hier, weil wir wahrscheinlich irgendeinen Auftrag haben oder keine Ahnung, wieso wir hier sind. Ich glaube wirklich nicht, dass es unser Apartment ist. So, hier sind wir im Schlafzimmer. Da schläft irgendein Mann. Oh, eine Frau? Das ist eine Frau, kein Mann. What the fuck? Was ist jetzt passiert? Wecker, aus, 5.30 Uhr. So früh muss ich immer aufstehen für meine neue Schule. Hallo, jetzt geh doch mal aus, du scheiß Wecker. Keiner mag dich. Was geht jetzt ab? Wir stehen jetzt auf. Ich bin sehr verwirrt bei diesem Spiel hier. Okay, wir sind jetzt aufgewacht. Wir können hier uns im Spiegel anschauen. Einmal gähnen haben. Ich glaube, wir haben gerade gegähnt. Dann einmal Zähne putzen. Was? Was war? Okay. FBI, da haben wir unser Ding.
unsere Marke oder weiß ich was. Das können wir uns da einmal dran heften. Nice. Können wir Zähne putzen? Nein. Was haben wir? Lippenstift. Natürlich, Lippenstift darf wieder nicht fehlen. Oder doch, diesmal darf es... Okay, wir schmeißen den Lippenstift weg. Ist alles cool. Okay. Einmal schiffen? Nein, nicht? Okay. Bad nehmen? Irgendwas? Bad? Duschen? Nein? Okay. Dann sind wir, glaube ich, im Bad fertig. Wir haben uns für unser FBI-Tag vorbereitet. Schönes Wetter haben wir heute, wie es aussieht. Für die Grafik gefällt mir immer noch sehr gut. Bis jetzt gefällt mir das Spiel schon mal sehr gut, auch wenn ich verwirrt bin. Ich bin zutiefst verwirrt hier in diesem Abenteuer, in dieser Geschichte von Virginia. Der PC ist an. Wer hat schon wieder den PC angelassen? Können wir ausmachen? Nein, können wir nicht. Okay. Können wir uns für Frühstück machen oder so? Nein, kein Frühstück. Oh. Gestern Abend gab es anscheinend Chinesisch zum Essen. Oh, sehr lecker. Ich war am Samstag auch Chinesisch... am Sonntag. Gestern war ich auch Chinesisch essen. Okay, aber ja, wir können nichts... Dann gehen wir einfach mal raus. Okay, können wir irgendwo rein in irgendeine Tür? Okay. Jetzt sind wir im Auto. Und irgendein Mann fährt uns. Das wahrscheinlich dann wieder diese Frau ist. Also diese Frau... Montag. Oh mein Gott, ich hasse Montage. Erster Tag. Erster FBI-Tag wahrscheinlich. Genau, was haben wir hier? Unser erster FBI-Tag, wie es aussieht, schätze ich. Hi, na, wie geht's? Wieso hat er denn so angeglotzt? Okay. Auf zu unserem ersten FBI-Tag. Wir können laufen und uns umschehen, aber wir können, glaube ich, eh nichts Großartiges machen. Deswegen würde ich einfach mal irgendwo hingehen. Ich, keine Ahnung, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß nicht, kommen wir da durch? Hallo, na? Hey. Hey, hallo. Hey, Gary. Ich nenne den Gary. Hey, Gary, was geht? Okay, wo müssen wir lang? Wahrscheinlich geradeaus. Bestimmt geradeaus. Wir müssen bestimmt geradeaus durch die Tür. Also müssen wir jetzt unser Büro finden. Ja, Büro kann man es nicht wirklich nennen. Und unser Schreibtisch eher gesagt. Ja, oh, da kommen wir durch. Da müssen wir wahrscheinlich auch durch. So. Hallöchen. Hallo. Okay. Hallo. Okay, die ignoriert uns. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, hier müssen wir wahrscheinlich hin. Hallo? Wer bist du? Okay, wir setzen uns mal hier hin. Und einmal hinsetzen. So, hallo. Worüber reden wir denn jetzt? Mr. Court McCarron. Da haben wir irgendeine Akte? Ist es unsere Akte? Ja, ich glaube, das sind wir, oder? Sind es wir? Sind es wir? Ich weiß nicht. Confidential Was geht jetzt schon wieder ab? Okay, wir haben die Akte irgendwie bekommen, wir nehmen sie mit. Alles klar. Ich verstehe immer noch nicht so viel. Auf jeden Fall wurden wir, ja, wurden wir zur FBI-Agentin und sind dann in unseren ersten Tag gegangen und so. So, wo sind wir jetzt? Sind wir hier immer noch beim FBI oder wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich weiß es nicht. Da haben wir... Wieso sind hier viel Licht? Egal. Kommen wir hier irgendwo durch? No. Kommen wir nicht durch. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wann das Spiel speichert. Warte mal, kann ich... Spiel verlassen kann ich. Ich weiß aber nicht, wann es speichert. Das ist mein Problem. Kommen wir auf die Frauentoilette? Nein, kommen wir nicht. Kommen wir auf die Männertoilette? Nein, kommen wir auch nicht. Können wir den Zettel aufheben? Nein, wieso liegt da ein Zettel einfach so, wenn wir den nicht aufheben können? Das weiß ich nicht. Und wieso weiß ich das nicht? Das weiß ich noch weniger. Gut, wo müssen wir machen? Und bald werden wir wahrscheinlich unserer Partnerin zugewiesen, weil wir die Frau, die wir vorher gesehen haben, das war, glaube ich, unsere Partnerin. Die hat man in der Demo schon gesehen. Und
Ja, die ist sehr nett oder so, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal hier runter. Weil ich weiß jetzt, was liegt da? Habe ich da was verloren? Was ist das? Ich will's wissen. Ich will's wissen. Oh, jetzt können wir aufheben. Hätte ich beinahe übersehen. Eine Feder. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Okay. Ja, gut, wir haben eine Feder gefunden. Ein Hinweis. Ich weiß aber nicht, wieso wir eine Feder da gefunden haben. Weiß ich leider nicht. Aber ja, gut. Und bei euch so? Oh. Oh, wir haben Schatten. Nice. Okay, wir sind jetzt hier irgendwo im Keller stehen. Ge ja, wieder. Wir sind hier im Keller. Was heißt wieder? Wir waren hier noch nie. Wir sind hier auf jeden Fall im Keller. Können wir hier irgendwelche Werkzeug mitnehmen? Nein, ein Ra ein Ra ist es ein Rasenmäher? Ich glaube schon. Sieht aus wie ein Rasenmäher. Da haben wir eine ziemlich fette Leiter. Aber von da können wir nichts mitnehmen. Okay. Halperin. So. Ah, die Akte war von ihr, glaube ich. Die wird, glaube ich, auch unsere Partnerin oder so. Hallo. Hallo, ich rede mit dir. Wieso schüttelst du deinen Kopf? Magst du uns etwa nicht? Aber reden können die nicht, oder? Die haben, glaube ich, ihre Zungen verschluckt. Weil die reden irgendwie nie. Wieso reden die nie? Und jetzt sitzen wir mit ihr im Auto. Also in Grunde auch immer. Wo fahren wir hin? Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Da ist ein Tunnel. Ich glaube, da ist ein Tunnel. Ja, ein Tunnel. Wir fahren durch einen Tunnel. Sehr romantisch. So, wo fahren wir eigentlich hin, wenn ich... Was war das jetzt schon wieder? Was sind das hier die ganze Zeit für Dinger? Ist wahrscheinlich geschnitten, wie in einem Film. Ich meine, es soll ja wie ein Film sein. Hier. Kingdom. Alter, die Musik ist so geil. Die Musik gefällt mir sehr. Die ist so schön, die Musik. Gut. Wir sind hier in irgendeinem Park oder so. Kingdom Overlook. Burgess Valley. National Forest. Ah, National Forest. Oh, erstmal Essen. Kingdom. Greetings from Kingdom. The greatest little town. In was? In was? Nimm die Hand da weg. Okay, dann halt nicht. Da, ja. Unsere Marken erstmal so offenlegen, damit jeder weiß, wie cool wir sind. ich will Kaffee trinken. Gib mir meinen Kaffee. Doch, ich will Kaffee trinken. Hallo, lass mich doch. Okay, wir trinken keinen Kaffee, die geht irgendwo weg. Wieso, was machen wir hier eigentlich? Wieso sind wir jetzt hier? Ich weiß es nicht. Kaffee, 25, irgendwas. Was ist das für eine Währung da? Ich weiß es nicht. Ist es überhaupt eine Währung? Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, was für eine Währung. Wieso ist die jetzt weggegangen? Lass uns hier einfach sitzen. Oh. Die Rechnung wahrscheinlich. Wir haben die Rechnung bekommen, oder? Mit einem Smiley. Ernsthaft? Okay, jetzt sind wir hier. Irgendjemand wird vermisst. Und die Szene, die kommt auch im, ja, in der Demo vor. Hallo, wir sind hier FBI. Erstmal so cool unsere Marke zeigen. So, und jetzt sind wir hier bei den Eltern. Wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich die Eltern. Aber ich würde sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Ich habe keine Ahnung, wo es gespeichert hat, wann es gespeichert hat, wie es gespeichert hat. Aber ja, 20 Minuten geht gleich die Folge. Und ja, dann hoffe ich, euch hat die erste Folge von Virginia gefallen. Bisher finde ich, ist es ein unglaublich schönes Spiel, auch wenn ich bis jetzt gar nichts kapiert habe. Oder ein bisschen habe ich schon kapiert. Wir erleben halt irgendwie das Leben von der... die wir spielen, von der Dame, irgendwie als FBI-Agent, egal. Ich habe noch nicht so viel kapiert vom Spiel. Auf jeden Fall sind wir FBI-Agentin, das ist alles, was zählt hier in diesem Spiel. Ja, aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal gekommen seid, dann lasst doch ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.